Komplett vegan ernähren, das geht. Ich überlebe das seit über 6 Jahren. Es geht uns aber ja nicht nur darum zu überleben, wir wollen auch möglichst gesund dabei wegkommen. In diesem Video gehe ich mit dir die wichtigsten Tipps durch, die deine Ernährung sofort vollwertiger gestalten. So hast du die beste Grundlage, um mit allen wichtigen Nährstoffen rein pflanzlich ausreichend versorgt zu sein. Los geht's! Ach stopp! Bevor es losgeht, möchte ich dir kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, Tiny. Ich habe Tampons schon lange abgeschworen und mich immer mehr mit dem Thema freies Bluten auseinandergesetzt. Da ich auch mit Menstruationscups nicht zu 100% zufrieden war, kam mir Tiny hier wie gelegen. Tiny stellt Periodenunterwäsche her. Die Slips sind von Peter zertifiziert, nach Ökotex-Standard hergestellt aus Biobaumwolle. Sie sind nicht mit Bioziden behandelt und echt bequem. Man kann auswählen, für welche Stärke der Periode man ein Produkt sucht und sich bei Fragen direkt an den Kundensupport wenden. Wenn du auch schon länger überlegst, auf Periodenslips umzusteigen, dann nutze gerne den Code LEO15 für 15% Rabatt. Alle Infos findest du auch noch einmal in der Videobeschreibung. Vielleicht hast du schon mal eine Abbildung gesehen, die so oder so ähnlich aussieht. Das ist die vegane Lebensmittelpyramide mit ihren aktuellen Empfehlungen. Ausgearbeitet von Markus Keller und Klaus Leitzmann, zwei Vorreiter in der Forschung der veganen Ernährung in Deutschland. Wenn wir uns die Pyramide anschauen, entdecken wir alle 5 Hauptlebensmittelgruppen, an denen wir uns orientieren können. Ganz unten, also ganz viel, frisches Obst und Gemüse. Soweit so klar, das ist in den meisten von uns ja eh verankert. Oft neigen wir dazu, lieber Obst als Gemüse zu essen, du siehst hier aber, dass der Gemüseanteil vom Gewicht her etwas höher ausfallen darf. Du musst es nicht jeden Tag abwiegen, es ist aber schon sinnvoll, mal einen Anhaltspunkt zu haben. Hier ist einer. Das hier sind 400 Gramm Gemüse, wie in der Pyramide empfohlen, und das hier sind 250 Gramm Obst. Man bedenke, die Angaben in der Pyramide sind Mindestangaben. Hier steht es also frei, mehr zu essen. Vollkorn sollte täglich mit eingebunden werden. Auch das geht ganz einfach. Vollkornbrot wählen, Haferflocken im Porridge zum Frühstück, Dinkel statt Reis oder Vollkornpasta wählen. Außerdem gehören Nüsse und Samen unbedingt zu einer veganen Ernährung. Und auch hier bedeutet das, wenn du es einen Tag versäumst, deine Handvoll Nüsse einzubauen, so what, da passiert nichts. All diese Ziele sind eher auf die Woche gerichtet und sollen helfen, im Alltag alles zu integrieren, was uns gut mit Nährstoffen versorgt. Täglich Nüsse einzubauen, die uns Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren liefern, geht ganz leicht. Ganze Nüsse im Müsli, Nussmus auf das Brot oder im Porridge, Cashewmus in Soßen, Mandelmus im Salatdressing, alles machbar. Ganz wichtig sind auch die Hülsenfrüchte, zu denen Linsen, Bohnen, Erbsen und alle Sojaprodukte zählen. Dazu kommen wir gleich nochmal gesondert. Bei Pflanzenmilch kannst du idealerweise darauf achten, Varianten zu wählen, die mit Kalzium angereichert sind. Außerdem ist es sinnvoll, ein Mineralwasser zu verwenden, das reichlich Kalzium enthält. Mindestens 300 Milligramm pro Liter. Langkettige Omega-3-Fettsäuren sind mal schnell kritisch in der veganen Ernährung. Hier kannst du entweder für Salatdressings angereichertes Olivenöl verwenden, achte dann aber auf jeden Fall darauf, dass der Gehalt an DHA und EPA, so heißen die Omega-3-Fettsäuren, angegeben ist. Viele Omega-Öle haben den Gehalt nicht deklariert und enthalten nur sehr geringe Mengen. Alternativ kannst du auch Präparate nutzen auf Algenölbasis. Wichtig sind auch Vitamin B12 und Vitamin D. Da habe ich aber eigene Videos zu gemacht, schau hier gerne mal rein, um dein Wissen entsprechend zu vertiefen. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Pyramide auswendig lernen. Naja, oder eben aufhängen. Alles zu verinnerlichen, worauf es ankommt, das darf ein bisschen Zeit einnehmen. Schaue also anfangs öfters in die Pyramide und gleiche sie mit deinem Speiseplan ab. Was auch gut zu merken geht, wir haben 5 Finger an der Hand und haben 5 Hauptlebensmittelgruppen. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, Vollkorn. Das kann mal zwischendurch eine kleine Hilfestellung sein beim Einkauf. Oder wenn du deinen FreundInnen erzählen willst, was die Grundlagen der veganen Ernährung sind. Dritter Punkt, Hülsenfrüchte. Wichtig, sehr wichtig. Ich habe ihnen einen eigenen Punkt gewährt, weil sie tatsächlich so oft zu kurz kommen. Dabei sind Linsen wahre Kraftpakete. Hülsenfrüchte liefern wertvolles Protein, Vitamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe und können dadurch gut sättigen. Etwas, was viele Neulinge in der veganen Ernährung feststellen, ist, dass man nicht so satt wird. Das passiert auch schnell, wenn man nur Beilagen isst.
Und da wir inzwischen so eine tolle und breite Auswahl an Fleischersatzprodukten haben, sind wir nicht mehr so oft dazu angehalten, selber Linsenpatties, Burger aus Kidneybohnen, Bratlinge aus Kichererbsen und Co. herzustellen. Sollten wir aber. Hülsenfrüchte gerne täglich einbauen. Jetzt ein Tipp, um wirklich alle Gruppen am Tag zu integrieren. Du darfst die klaren Grenzen in deinem Kopf auflösen, zum Beispiel zwischen Obst und Gemüse. Warum nicht auch Orange, Apfel oder Wassermelone in den Salat? Warum nicht Naturtofu mit Hefeflocken ins Salatdressing mitmixen? Warum nicht eine Schokocreme auf Basis von weißen Bohnen kreieren? Wenn wir es schaffen, die klaren Grenzen aufzubrechen, haben wir viel mehr Möglichkeiten. Bei einem Rohkostteller dürfen sowohl Gemüsesticks als auch Obststücke liegen, aber auch naturbelassene Nüsse. Hülsenfrüchte als Grundlage für Dips, ob süß oder herzhaft, wunderbar. So kann ich Pfannkuchen aus Vollkornmehl, zubereitet mit Kalzium angereicherter Pflanzenmilch genießen, mit einer Schoko-Linsencreme, dazu Bananenstücke. So kann ich einen Salat mit ganz viel Grün essen, dazu ein cremiges Sylter Dressing, das mit Olivenöl, Zitrone und Naturtofu hergestellt ist. Viele Nüsse, Samen und Co. eingekauft, das bringt dir auch nur etwas, wenn du sie auch siehst. Ich stelle in meinen Coachings immer wieder fest, dass der Verzehr deutlich ansteigt, wenn wir die Sachen auch direkt vor der Nase haben. Ich habe zum Beispiel in meiner Küche dieses selbstgeschreinerte Regal mit Einmachgläsern und bewahre hier Hülsenfrüchte, Vollkorn, Nüsse, Samen und ein paar Gewürze auf, die ich nicht auf dem Schirm hätte, wenn ich sie nicht täglich sehen würde. Glaub mir, ich habe schon so viele Schränke gesehen, in denen eine angebrochene Packung Walnüsse irgendwo da hinten ohne Klammer noch verstaut ist. Das macht doch keinen Spaß. Nimm dir die Zeit und Liebe für die Gestaltung deiner Küche. Oder wenn du in einer WG oder bei deinen Eltern lebst, für deinen Teil der Küche oder dein Regal im Zimmer. Beziehungsweise vielleicht lohnt es sich auch, in der Wohngemeinschaft offen darüber zu sprechen, wie die Küche ansprechender gestaltet werden kann, sodass vollwertige Alternativen bevorzugt gegessen werden. Zusammen findet ihr bestimmt eine schöne Lösung. Wenn wir schon beim Thema Organisation sind, ein richtiger Gamechanger war und ist für mich und auch für viele KlientInnen, die ich betreut habe, ein guter Mixer. Der steht hier stellvertretend für eine Küche, die Spaß macht. Du hast bis hierhin vielleicht schon gemerkt, es geht viel ums Selberkochen. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass vegan nur zu Hause geht. Zumindest in größeren Städten können wir immer leichter auch vegan leben, ohne zu Hause überhaupt eine Küche zu besitzen. Ich könnte jeden Tag essen gehen, sogar auch relativ abwechslungsreich. Ist aber teurer als selber kochen und nicht so nährstoffreich. Selber kochen ist also nicht mein Tipp für vegane Ernährung, sondern generell für eine nährstoffreiche Ernährung. Das Essen ist frischer, enthält weniger Zusätze und ist weniger verschwenderisch als das Streetfood. Und mit schlechtem Equipment macht es einfach nicht so viel Spaß. Du musst dich also nicht wie ich von Markennamen blenden lassen und direkt mehrere hundert Euro investieren, obwohl es auch von hochwertigen Küchengeräten immer mehr gebrauchte Varianten gibt, die erschwinglicher sind. Aber Soßen, Dips, Cremes und Co., das macht wirklich so viel Freude, wenn der Mixer das tut, was er soll. Dann können wir auch wunderbar Pesto, Dressings und Hummus auf Vorrat herstellen und in kleinen Portionen wegfrieren, für die Zeit, in der nicht so viel Zeit zum Kochen ist. Und zuletzt, vegane Ernährung ist nichts, was jetzt super kompliziert ist. Kriegen wir alles hin. Informiere dich, lass ein Blutbild machen bei Bedarf, informiere dich über Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Aber lass dich auch nicht verrückt machen. Genauso wie wir eine vegane Ernährung aus nährstofflicher Perspektive nicht unnötig hypen brauchen, ja, es gibt potenziell kritische Nährstoffe und Vitamin B12 sollte unbedingt supplementiert werden, genauso brauchen wir sie nicht pathologisieren. Und jetzt mal unter uns, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, setzt du dich schon so viel mehr mit einer gesunden Ernährung auseinander, als das viele Menschen in ihrem Leben nicht tun würden. Und die meisten leben noch. Also keine Panik. Mach's gut, bis dann.